Ey! Ey, ich bin doch gerade erst hier! Penner, ey! Oh! Hier geht's schon wieder zur Sache. Ach du Scheiße! Schrecklich. Was ist los mit denen? Gut, dass ich die ganzen Strukturen unzerstörbar gemacht habe. So, Fettsack. Er ist wohl tot. So. Ja, danke. So, meine Pfeile. Säcke, ey. Hier ist doch noch einer, oder? Irgendwo ist hier doch noch einer. Den hat die gute wohl kaputt gemacht. Guck mal, hier liegt noch ein Säckel. Aha. So. Dann haben wir die auch erledigt. So. So. Klasse. Ja, moin ihr Lieben und herzlich willkommen bei meiner Reise durch die... Ach Quatsch. Moin ihr Lieben und herzlich willkommen auch bei meiner Reise hier auf der Insel zwischen Mutanten und Kannibalen, wie wir gesehen haben. Hier in Sons of the Forest. Und ja, so kann ein Spiel starten, ne? So, der eigentliche Plan für heute ist, ich brauche Munition und nein. Oh, Leute, ey, das ist so doof hier, ne? Das ist irgendwie schlecht nebeneinander hier. Jedes Mal erreicht die Hitbox den Scheiß, wenn ich Federn nehmen will. So, genau. Ich würde heute gerne mal in... Quatsch hier. So, wir sind hier und ich würde in dem Bereich, also Richtung Nordwesten, diese ganze Inselgruppe abstecken. Und zwar, indem ich in der Richtung anfange und nach Muni suche. Ich hole euch nur an den Plätzen ab, wo wir Muni haben. Wenn noch ein Pfeil von mir einstecken? Nee. Dachte gerade schon. Ja, genau. Ich hole euch da ab, wo wir die Muni finden. Da hinten kommt der Dicke noch wieder. Mal gucken, ob er noch Interesse an uns hat. Gucke, harter. Alter Schwede, ey. Hat's ihm den Kopf weggehauen, ne? Ja, genau. Okay, dann gehen wir jetzt hier in Richtung Fluss und ich hole euch jedes Mal dabei, wenn wir einen Spot antriggern. Bis gleich. So, ich schätze mal, hier ist der erste Spot. Bleib doch mal still hier. Ach Mann, leck mich doch. Ey, jetzt sag mal. Mann, meine ganze Rüstung wieder im Arsch hier. Gibt's doch nicht.
So. Super, und mein Pfeil ist weg, ja? Wartet mal eben, ich muss mal eben neue Pfeile craften hier. So. So, noch mal zweimal müsste jetzt eigentlich reichen. Gut. Hier ist aber jetzt auch irgendwie in jedem Dorf ein Mutant unterwegs, ne? Ich hoffe, hier gibt es wirklich Munition. Na, guck mal, 9 mm. Oh, schön. Medizin ist immer gut. Seil brauche ich ziemlich wenig, ne? Ja, ich glaube, also ein Radio, ne? Wäre geil, wenn man das mitnehmen könnte, tatsächlich. Ich glaube, hier sind wir fertig. Würde ich den nächsten Spot ansteuern und dann hole ich euch da auch wieder dabei. Bis gleich. So, guck mal, den Kollegen hier habe ich gerade zufällig gefunden. Mal gucken, was wir bei dem so ernten können. Stirb doch. Ja, Klappe. Hab mich gerade schon getroffen, der Pisser. Was haben wir denn hier? Muni. Ja, guck mal. Hier gibt es wirklich Muni. Noch eine Granate und die Dinger habe ich immer noch nicht weggeräumt. Ne? Ja, da würde ich sagen, das war der zweite Muni-Spot. Ja. Mehr gibt es hier auch nicht, ne? Gut, was haben wir denn eingesagt? Ach so, ja, hier. Ich wollte euch noch zeigen, ne? Das ist ungefähr hier auf der Map, wenn du von unserer Basis aus hier rüber gehst in Richtung Nordwesten, so leicht nordwestlich, dann sind wir ungefähr da. Ne, falls euch das interessieren sollte. So, und ich sehe euch bei der nächsten Spot. Ja, hier haben wir den nächsten Spot. Das ist ungefähr hier, wenn wir von dem Spot, bei dem wir gerade waren, ausgehen würden. Der war ja. Wo war der denn? Den sehen wir hier jetzt gar nicht. Auf jeden Fall haben wir da wieder unseren See. Und da gehen wir wieder in Nord, na, eher westliche Richtung dann runter. Und dann kommt hier so ein graues Gebilde da, was ihr vor mir seht. Und da ungefähr ist der Spot. So, hier kriegen wir noch das. Also hier gibt es überall mal ein bisschen Ammo. Meistens 9 mm, die ich gerade gar nicht so brauche. Aber konnte ich jetzt hier mal irgendwo abspeichern? Nein, konnte ich nicht. Okay, dann geht's weiter zum nächsten Spot. So, nicht unweit von dem Platz, wo wir gerade waren, das ist da, wo der Kelvin jetzt noch ist, ist hier oben rechts so ein See und auf der Höhe ungefähr von diesem See, da der blaue Punkt oben rechts, links, da haben wir dann den nächsten Spot mit ordentlich Muni. Und jetzt haben wir auch mal wieder Flintenlaufgeschosse gekriegt, sehr schön. So, hier haben wir sonst noch ein bisschen anderen Loot, ne? Eine Nahrung und Stoffe.
Ja, dann würde ich sagen, der nächste Spot ist unser. Und hier der nächste Spot, ne? Ja, das ist hier. Hier ist in der Nähe da, wo dieser Kreis ist. Also da dieser Kringel da im Norden aus dieser Blickrichtung, den Weg entlang, da ungefähr ist die Schrotflinte. Und hier gibt's dann noch mal dieses Camp. Hier waren wir aber schon mal. Aber auch hier gibt es wieder Munition. Leider immer nur 9 mm. Wie viele haben wir davon jetzt? 9 mm haben wir ja echt genug. 43 Schuss, während wir nur 6 Flintenlaufgeschosse haben. Und deswegen geht es jetzt weiter zum nächsten Spot. Da ich hier schon Musik höre, haben wir vorne nochmal ein Camp abseits der Wege, hier in Strandnähe. So, da ist auch hier so ein kleiner Teich eingezeichnet. Ja, sehr auffälliger Spot, weil Musik. So, guck mal. Hier gibt es auch ordentlich Seile, ein bisschen Geld, Essen. Was habe ich denn jetzt? Ach so, nee, den will ich ja gar nicht. Ich den wieder ab. So. Aber hier kann ich mal eben speichern. Ja, besser ist das. Hier haben wir nochmal Muni und zwar Schrotkugeln. Sehr gut. Hier ist auch nochmal ein Köfferchen. So, dann haben wir es hier doch, oder? Dann ist der nächste Spot auch schon durch. Dann können wir hier nochmal gucken. Ach, hier sind wir. Ja, hier waren wir schon mal. Hier ist dieser Dings. Hier dieser Strand mit den Kanus, mit den Kajaks. So, hier können wir auch nochmal ein bisschen Loot mitnehmen, ne? Wir haben schon wieder genug. Energy Drink, auch nicht schlecht. Die Plane brauchen wir nicht. Hier sind normalerweise noch Energy Drinks. Ein Brat haben wir noch. Noch mehr Wantang. Wantang-Suppe. So, genau. Und dann geht's weiter zum letzten Spot oder zum nächsten Spot. Und da speichern wir dann erstmal, machen die Nacht weg. Und gucken nochmal weiter. Das Ziel der ganzen Runde ist, den Compound-Bogen holen. Aber da wir auch Munition brauchen, habe ich mir halt mal diesen Umweg gegönnt, ne? Okay. So, wir sind jetzt hier, wenn du vom Strand aus guckst. Also wir sind ja hier unten zum Strand hin. Also, wenn du südlich guckst. Und dann hier die Seen hoch, weil am Strand habe ich mich nicht lange aufgehalten. Da waren irgendwie 10, 14 Mutanten. Da wollte ich mich nicht lange aufhalten. Und jetzt sind wir hier. Hier ist diese eine Höhle, wo der Kelvin herkommt, wo wir die Babys hatten und wo dieses kleine Wartungshäuschen war, wo du runterklettern musst, was wir freibuddeln mussten. Genau, und dann von da aus hier nördlich hoch, da gibt es dann einen kleinen See, kleinen Teich. Hier soll es dann auch noch mal Muni geben. Aber vor allem gibt es hier wieder Zeugs, was wir nicht gebrauchen können. Hier liegt noch einer rum, du. Und darauf. Und hier ist noch so ein Pilot. Und hier haben wir noch die Munikiste. Da haben wir Schrotkugeln und 9 mm. Sehr fein. Gucken, was wir hier noch haben. Oder ob wir hier noch irgendwas haben. Ich hoffe doch. Aber leider ist dem wohl nicht so. Und ja. Ich habe was geschafft, was ich nicht für möglich gehalten hätte. Aber ich habe tatsächlich geschafft, dass mein Vorrat an Klebeband vollgefüllt ist. Dass man sowas mal hinkriegt. Dass man ausreichend Klebeband hat. Das mir noch keinem Spiel passiert. Aber ja, na gut. Sei es drum. So, wir machen uns jetzt auf zum Compound-Bogen und treffen uns dann da wieder. Wir haben ein bisschen ordentlich gesammelt, wenn wir gucken wollen.
Wir haben hier 10 Flintenlaufgeschosse, wir haben 7 Schrotkugeln, wir haben 56 Munition von der 9mm. Wir haben Betäubungsgewehrmunition. Ja. Noch ein bisschen Medizin. Und jetzt würde ich sagen, wir machen uns auf zum Compoundbogen und dann holen wir uns das. So, ich hole euch mal kurz dabei. Wir sind hier oben an diesem kleinen, hier hinter diesem komischen Teich, wo so viele Sachen abgehen. Abzweigungen sind hier oben an diesem kleinen See nördlich. Aber hier vorne soll es auch Ammo geben. Aber hier sind ganz schön viele Mutanten unterwegs. Deswegen werde ich da jetzt mal durchrennen, ohne die Garantie, dass wir was kriegen. Nur fürs nächste Mal wissen wir dann vielleicht was. Ach so, weil hier so ein kleines Camp ist. Okay, gehen wir mal durch das Camp durch und gehen einfach weiter. Oben an diesem kleinen See soll es noch mal was geben. Da gehen wir jetzt eben gemeinsam hin. Da soll es noch mal irgendwo Munition geben. Die hier lasse ich jetzt erstmal liegen. Da ist mir gerade zu viel Action in dem Dorf. Ich will ja meine ganze Munition jetzt nicht verballern, sondern wir wollen diesen Compound-Bogen haben. So, hier. Hier ist nochmal so ein kleines Lager an diesem See direkt. Ja. Ah, cool. Hier war ich tatsächlich auch noch gar nicht. Was haben wir denn da? 4 Schrotkugeln. Hier können wir nochmal wieder speichern. Das ist auch nicht schlecht. So, vor dem Compound-Bogen nochmal ein bisschen speichern hier. Betäubungsmunition. Da kommen nämlich schon wieder welche. Deswegen lasst uns mal eben beeilen hier. Was es hier noch so gibt. Ja, ja. So, und ich mache mich jetzt auf in Richtung Compoundbogen. Der ist irgendwo da in die Richtung. So, hol euch gleich wieder dabei. Bis gleich. So, jetzt bin ich gespannt. Hier soll irgendwo der Bogen sein. Müssen wir hier buddeln, wa? Klar. So, was haben wir? So. Das war der. Ah, und hier sollen wir jetzt buddeln. Na, das kann ja ein Spaß werden. Kriegen doch hier bestimmt ständig Besuch. Lass mal gucken. Aber hier muss noch so ein Wartungsbunker sein, denke ich. Schätze ich mal, ne? Irgendwo soll hier ja der Crossbogen sein. Vielleicht buddeln wir das einfach erstmal aus. Vielleicht haben wir auch Glück und hier ist nur eine Kiste. Wer weiß das schon, ne? Na, erstmal sieht es hier nur nach einer Kiste aus. Voll gut. Nichts dagegen, wenn es so eine Kiste ist. Ne, das sieht eher nach einem Bunker aus, ne? Ja. Da sieht es schon wieder nach so einem Wartungsbunker aus. Ja. Dann müssen wir uns hier mal beeilen. Ach, weißt du, was ich fast vergessen hätte? Das geht ja mal gar nicht, ne? Aber wir sollten uns natürlich die Uniform hier mitnehmen, die Rüstung hier mitnehmen, ne? So, aber wir haben Ruhe hier. Gut, dafür haben sich die 2 Schuss gelohnt. Ich hoffe, dass es keine Schrotmunition war. Aha. So, wunderbar. Dann wollen wir doch hier mal gucken. Maintenance B. So, hier waren wir auch noch nicht. Ihr Lieben, ich würde hier reingehen.
Gucken, was da los ist und mir schnell irgendwas zum Speichern und zum Schlafen aufbauen. Und dann werden wir hier erstmal pennen. Und ja, gib mir Licht. So, ah, vielleicht. Hier ist auch alles voller Wasser. Nee, dann würde ich erst speichern wollen, ne? Na, ich hoffe, ich kann hier speichern. Na, das sieht schon scheiße aus hier. Hier kann ich nichts hinlegen. Das ist doch Kacke. Das ist doch Kacke. Ja, hier können wir noch nicht schlafen. Heißt, wir müssen tatsächlich erstmal hier so ein bisschen schwimmen gehen wollen. Vielleicht ist das hier auch gar nicht schwimmen gehen, sondern einfach nur durch Wasser stapfen. Ah, hier ist nur alles unter Wasser gesetzt. Okay. Aber im Endeffekt genauso ein Wartungsbereich, wie wir ihn schon mal hatten. Ne? Hier könnten wir uns sogar wieder Pfeile drucken. Ich habe aber noch, guck mal, was haben wir denn hier? Hier haben wir 9 mm und was haben wir? Schalldämpfer collected. Ja, nice. Können wir auf diesem Bett wenigstens speichern? Ja, wir können speichern. Sehr schön. Und wir können hier auch nächtigen. Wunderbar. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Schön ist, dass diese Wartungsräume immer ziemlich... Ey, hier ist er, der Compound-Bogen. Jawohl. Sehr geil, sehr geil. Wir haben ihn, Leute, wir haben ihn. Das war ja jetzt easy, ne? Schade eigentlich. Es war ja schon fast zu leicht. Das ist doof, ne? Also ich hätte schon gehofft, dass hier ein bisschen was an Feinden ist. Naja, was heißt gehofft? Ist ja auch schon feindlich genug, was da draußen so war, ne? Sag mal, da wir gerade gepennt haben, kannst du das Crunchy Wunchy hier gleich fressen, ne? Yeah, Baby. So, hier. Hier ist auch nochmal so ein Wartungsraum. Sehr schön. Hier gibt es auch ein paar Dinger. Ja, Solarpaneele brauchen wir nicht. Hier können wir wieder was von gebrauchen. Ja, wir haben noch genug gesammelt schon, ne? Aber Glühbirnen kannst du nochmal wieder mitnehmen, ne? Ja. Da haben wir nicht mehr so viele von. Das ist nur die Solar. Das scheint sie aber auch schon gewesen zu sein, ne? Die sind nicht sehr interessant, aber immer wieder ergiebig. So, wir haben jetzt den guten Bogen. Sehr geil. Das finde ich schon mal klasse. Leider, leider, leider ist hier alles kaputt. Naja, aber dann können wir hier wieder raus und können nach Haus. Sehr geil. Ja, dann ab nach Hause. Will ich gucken, dass wir nochmal schnell durchs Dorf hier gehen, wenn da jetzt nicht so viele Feinde sind und uns da die Kisten alle klar machen, die da noch waren. Aber je nachdem, wir wissen ja nicht, was da jetzt nachgespawnt ist. Schauen wir doch mal. Boah. Ist das hell auf einmal? Nix. Gut. Dann machen wir noch ein paar Kisten hier, oder? Ach, ach hier. Kelvin und meine gute Holde. Aha.
Ey. Ja, die ballert darum. Können wir weiterhin in Ruhe suchen hier. Was ist denn hier passiert? Alter. War das der Mutant, der hier gestern noch war, den wir platt gemacht haben? Wow. Ach so. Pack doch mal deine Waffen weg. Ich hoffe nicht, dass das unsere Gute hier war. Ach, nimm mal einen Kopf mit. Wer weiß, wofür es gut ist. Münzen. Tag auch. Aber sonst gibt es ja nichts Gescheites in dem Dörfchen, oder? Hier so außen drumherum noch. Siehst du, hier wären noch Seile, die wir aber nicht brauchen. Knochen, alles voll. Achtung, wir kriegen Besuch. Hat's jetzt schon erledigt, ja? So, jetzt muss ich mal eben gucken, weil, warum soll ich mir denn den Scheißbogen jetzt noch hier auf die 2 legen? So, jetzt muss ich nur noch zielen lernen damit, ne? Aha. So, wenn ich ungefähr Kopf. Dann schießt du dahin. Oh, viel besser. Na gut. Ja, dann würde ich sagen, ich verpiss mich mal nach Hause. Wir haben ja alles, was wir wollten. Und dann hole ich euch nachher im Dorf dabei, um zu reden, was wir dann in der nächsten Folge so Schönes bauen wollen, ne? Oh, Leute, ich habe schlechte Nachrichten. Ich war noch mal hier. Ja, kann ich euch jetzt schlecht zeigen. Hier an dem ersten Warnungstunnel, den wir gefunden hatten, wo es auch diese Pfeile und alles gab. Und wo wir hier drinnen noch hinten dieses diese Chillout-Lounge oder was sowas ähnliches haben. Und ja, ich habe doofe Sachen ausprobiert. Wie ihr seht, ist die Tür hier schon offen. Ich habe hier gesehen, dass es einen Kartenschnitz gab. Und ja. Wir haben hier noch Sachen gefunden, ne? Ein Fitnessstudio. Hier gibt es auch sicherlich noch Gegner. Deswegen würde ich sagen, wir machen an dieser Stelle hier Schulz. Und sehen uns in der nächsten Folge hier wieder und machen dann gemeinsam diese Dings da fertig. Ja, ich würde mich drauf freuen, wenn ihr dabei seid. Aber wenn euch die Runde heute gefallen hat, die wir etwas früher beenden, aber nicht viel, dann lasst mir noch einen Daumen nach oben da. Wenn euch interessiert, wie die Reise auf meinem Kanal oder auch hier in Sons of the Forest weitergeht, dann abonniert meinen Kanal, wenn ihr es nicht getan habt. Würde mich genauso freuen, wie wenn ihr mir eure Kommentare da lasst, mir sagt, was ihr gut findet, was ihr schlecht findet. Ich würde mich ziemlich drüber freuen. Bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin. Ciao.